geht vom Innenpfosten rein. Und da gehört dann natürlich auch Glück dazu, das kann man nicht anders sagen. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Plötzlich ganz frei und so eine Chance nutzt er, dann ist ja klar. Es klingelt schon wieder, also das könnte richtig schlimm werden. Ja, da muss der Gegner schon mal aufpassen, dass er hier nicht richtig unter die Räder kommt. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das macht er klasse mit dem Kopf. Den macht er gut mit dem Kopf. Er bringt den richtigen Moment hoch und macht den Ball rein. Und hier nochmal die Wiederholung des Tores. Ja, da konnte er ja fast nicht anders als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Ein schönes Tor, das sehen wir hier nochmal. Einerseits trifft er den Ball klasse, aber auch die Hereingabe. Und wie gut macht er den denn hier mit Auge und mit Technik. Und da ist dann auch der Torwart machtlos mit der Luftversuche von angesetzt. Hier nochmal dieser Treffer. Saubere Flanke von der linken Seite, richtig. Einmal frei. Da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, den Ball zu bekommen. Das sah sehr einfühlig aus. Die Tor aus Voll. Auf jeden Fall kommt der Ball gut rein. Und dann ein voller Schuss. Auch gut spielt es hier richtig gut. Konsequent zu Ende. Und damit machen sie hier kurz vor Schluss noch ein Tor. Scheint so, als bekämen sie heute nicht genug. Die Fans des Freundes. Hier nochmal dieser Treffer. Erstmal im Griff. Da kannst du also lieber nicht schnell genug reagieren, wenn das Ding so angeschossen kommt. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Wir wollen nicht wirklich, die haben jetzt alle Hände voll zu tun, um eine noch höhere Pleite zu verhindern. Tor Nummer 3, klasse Leistung. Der macht einen Übergang. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Und das war eine richtig starke Direktabnahme. Und auch das Zuspiel vorher. Klasse, ein Riesentor. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür. Das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Das war ein super Volley. Ja, nicht wirklich einfach, aber der hat eine super Technik. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Das Tor wurde aber auch stark vorbereitet. Klasse Flanke davon aus. Dieses Tor müssen wir uns nochmal anschauen. Die Flanke war lang unterwegs, aber auch sehr gut reingebracht. Und da fällt der Abschluss leicht. Klasse gemacht. Schöne Hereingabe und auch der Treffer ist natürlich klasse. Da hat wirklich alles gestimmt in dieser Szene.
geile Technik bei diesem Buffer hier. Das kann man wohl sagen, ein wirklich tolles Tor. So, jetzt können wir uns den Treffer nochmal genau anschauen, diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Schöner Lupfer. Oh, ich habe Zweifel gehabt, aber der ist doch reingegangen. Oh, schöner Volley. Ich dachte entweder abseits oder der Ball fliegt vorbei. Sicher das ein oder andere Mal noch bestaunen dürfen. Wunderbar abgezogen. Was für eine Direktabnahme. Also in der Situation stimmt alles. Ein 100. für den Club. Also wenn ihr den Volley so triffst, wer will den Ball dann halten? Starke Flanke, genau da soll der Ball hin. Und das ist dann brillant abgeschlossen. So, jetzt können wir uns den Treffer noch mal genau anschauen. Diesmal aus einer anderen Kameraperspektive. Kombination, da haben sie perfekt freigespielt. Der Keeper hat ihn fast, aber ja, er ist verpasst. Und er ärgert sich. Um ein Haar hätte er den gehalten. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Vorgestellt, ein perfekter Start in diese Begegnung. Also, da schauen wir noch mal ganz genau hin bei diesem Tor.
eine perfekte Hereingabe von der rechten Seite. Hier nochmal schön zu sehen. Und da dürfen Sie den Vorbereiter zurecht feiern. Klasse Tor hier von Ihnen. Da hat das Timing einfach gepasst. Und zwar sowohl beim Abschluss als fast noch wichtiger bei der Hereingabe. Und haben damit auch Erfolg. Klasse den Ball auf Außen und dann reingebracht. Gut gemacht. Den Treffer schauen wir uns gerne noch einmal an. Ja, da konnte er ja fast nicht anders, als hier zu treffen. Die Hereingabe perfekt. Wunderbar anzusehen, wirklich. Tolle Szene. Erst die wunderbare Flanke und dann dieser Schuss. Ja, es gibt alles bei dieser Aktion. Es geht nicht besser. Tolles Tor, per Volley. Das war natürlich alles andere als einfach. Tolle Aktion. Nochmal der Treffer, diesmal aus einer anderen Perspektive. Und das ist Tor Nummer 3. Eine wirklich überragende Leistung heute von ihm. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Kann man nicht anders sagen. Das war ein super Abschluss, da hat er das richtige Timing und die Sprungkraft und nimmt den Ball ganz stark per Kopf. Ein tolles Tor. Diesen Treffer schauen wir uns gerne nochmal in der Wiederholung an. Saubere Flanke von der linken Seite, technisch einmal frei. Und da hat der Schütze natürlich wenig Mühe, diesen Ball zu verwerten. Präzise Hereingabe hier und dann macht er es aber auch klasse im Abschluss. Ja, da bin ich bei dir. Tolles Timing hier. Ein unglaubliches Tor, da ist er volles Risiko gegangen und wurde belohnt. Unglaublich, wie sie ihn da machen lassen, als wüssten sie nicht, dass er aus der Distanz gefährlich ist. Ja, genau, sowas wollen wir hier sehen. Was für ein Distanzschuss. Ein guter Abschluss. Richtig starke Aktion von ihm. Ein Traumtor. Ja, sieht man auch in der Wiederholung. Er nimmt das Risiko und wird belohnt. Das Tor hat jetzt nochmal eine andere Kamera eingefangen. Danke an die Regie dafür.